Als ich am 17. Februar nach Kiew fliegen wollte, war die politische Situation schon sehr angespannt und schwierig. Mit dem Schweizer Botschafter war ich in engem Kontakt und wir waren uns einig, dass wir es riskieren können. Wir lassen uns nicht von Putin abschrecken. Mit meiner Ausstellung wollte ich Zuversicht bringen. In den ersten Tagen in Kiew war das Leben in der Stadt ganz normal. Wir gingen spazieren, saßen in Cafés und wir haben bereits neue Projekte geplant. Die Vernissage war ein Fest, vielleicht auch eine kleine Hoffnung. Aber in der Nacht zum Donnerstag, den 24. Februar, nach den ersten Bombeneinschlägen auf die Flughäfen in Kiew, musste ich sofort packen und ich sollte von der Botschaft abgeholt werden. Sehr geehrte Damen und Herren, vergangenen Mittwoch standen wir in einem blau-gelben Menschenband aus ukrainischen und europäischen Fahnen auf der Donaubrücke, um ein Zeichen für die Ukraine zu setzen. Es war der letzte Friedenstag in der Ukraine, in Europa, für eine nicht absehbare Zeit. Und so lassen wir jetzt und heute das weithin sichtbare Symbol unserer Region, den Turm des Ulmer Münsters, unserer Bürgerkirche in den ukrainischen Farben Blau und Gelb erstrahlen gegen das Dunkel der Gewalt. Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein. Wir stehen hier vor Münster, wie durch ein Wunder überstand es ja die verheerenden Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg nahezu unversehrt. Aus der gänzlich zerstörten Innenstadt ragte dieser Münsterturm wie ein Fingerzeig zum Himmel. Für viele damals ein Zeichen der Hoffnung, einer Hoffnung in aller Zerstörung und auch Ratlosigkeit, die die Menschen bewegt hatten. Und diese Hoffnung haben wir heute auch bitter nötig. Denn Hoffnung, nur Hoffnung verändert die Welt. I have a dream. Dafür steht der gelb-blau angestrahlte Münsterturm. Ich habe den Traum, wir haben die Vision für eine Welt, in der Menschen, alle Menschen frei leben können, weil jeder Mensch Gottes Ebenbild und sein Geschöpf ist. Wir bitten dich für alle, die politischen Einfluss haben. Lass sie Wege aus der Gewalt finden, die dem Töten ein Ende machen. Lass das Recht und die Achtung vor dem Leben über Willkür siegen. Wandle die Ohnmacht zur Kraft des Friedens. Es ist ein grausamer Angriffskrieg, den der Aggressor Wladimir Putin vor einer Woche begonnen hat. Putin hat sich spätestens jetzt als Diktator entlarvt, ein Diktator im eigenen Land gegenüber seinem eigenen Volk, ein Aggressor gegenüber seinem Nachbarland und ja auch gegen uns in Europa, gegen die europäische Idee von Frieden und Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und Selbstbestimmung. Wladimir Putin, auch aus Ulm und Neuem und der Region, rufen wir Ihnen zu, beenden Sie diesen unmenschlichen, diesen schrecklichen Krieg. Kiew steht für die Taufe des Russ. Das ist genau der Punkt. Von Kiew aus wurde Russland aus missioniert. Dort steht der Taufbrunnen für ganz, ganz viele Menschen über die Generationen hinweg. Und so ist es nur traurig, ja, es ist auch zu verwerfen, zu verurteilen, wenn nun Kiew entweder zerstört oder Russland einverleibt werden soll. Denn in der Taufe werden wir eingegliedert in ein Volk der Freiheit, zur Freiheit
sind wir in der Taufe berufen. Und da kann es nicht sein, dass ein Diktator aus Moskau sich einfach Kiew und das Land der Ukraine unter den Nagel reißt. Und da sind in der Ukraine momentan Frauen wie ich, mit Kindern wie ich sie habe, die bangen um ihre Männer, um ihre Väter, um ihre Brüder und ihre Söhne. Auch hier gibt es Menschen, die Angst haben um ihre Familien. Und alle miteinander trauern sie um die, die bereits diesem sinnlosen Krieg zum Opfer gefallen sind und gestorben sind. Und wir stehen hier zusammen, vereint auf friedlichem Boden unter freiem Himmel, den wir mit allen Menschen auf der Welt teilen, in Sicherheit und haben die Chance, uns die Hand zu geben, zusammenzustehen, uns festzuhalten, körperlich miteinander verbunden zu sein und geistig mit den Ukrainern verbunden zu sein, denjenigen, die ganz genau wissen, dass sie vielleicht ihren Lieben nicht mehr die Hand reichen können. Das ist Krieg. Und das sind Ukrainer, die nicht nur Angst haben, sondern es sind auch Ukrainer, die sich nicht unterkriegen lassen. Ukrainer, die zusammenstehen, zusammenhalten und die Werte Europas, unsere Werte, mit Waffen verteidigen müssen. Das sind die Helden unserer Zeit. Das sind aber auch Menschen in Russland, die demonstrieren, die auf die Straße gehen, die ihrem Präsidenten die Stirn bieten und sich nicht einfach zu Hause still verstecken, sondern ihn auffordern, diesen Krieg zu beenden, ohne gleichzeitig zu wissen, was es für sie persönlich bedeuten wird in einem Land wie diesem. Das ist Tapferkeit. Am Dienstag konnte ich mit Erzbischof Brauer, er ist Bischof der kleinen lutherischen Kirche im europäischen Russland und Bischof in Moskau, über eine Zoom-Konferenz sprechen. Menschen wie Dietrich Brauer geben mir Hoffnung in ihrer Verzweiflung, in ihrer Scham und in ihrem Willen zur Wahrheit. Sein Gebet, das er heute am Aschermittwoch mit seiner Gemeinde gebetet hat, er hat es mit uns geteilt, soll auch bei uns zu Gehör gebracht werden und unsere Herzen erreichen. Im Dreck, Gott, dein heiliges Geschenk. Und das Versprechen, nie wieder Krieg. Herr, erbarme dich unserer Sünder und gieße deine Gnade aus. Möge die Hölle nicht schlucken, die, die in die Irre gehen. Gewähre den blinden Führern Einsicht. Erfülle unsere Herzen mit deiner Liebe. Begrenze das Streben nach Gewalt. Bewahre uns und unsere Soldaten davor, unschuldiges Blut zu vergießen. Durch Macht und Reichtum wird niemand sein Paradies finden. Du bist der Herr der Welt. Du bist unser Frieden. І це він дуже добре сказав, бо він знає історію. І наше завдання цим людям тут пояснити, хто ми є і звідки ми є. Jetzt auf Deutsch. Ich komme aus der Ukraine. Dankeschön. Nur ganz kurz, ich weiß, dass es kalt ist, mir auch. Obwohl ich Priester bin, mir ist auch kalt. Jawohl. Also, wissen Sie, ich habe seit Jahren versucht und jetzt letzten Abend, was bedeuten die Worte Vaterland und Heimat? Und habe ein sehr gutes für mich gefunden, eine gute Erklärung. Vaterland ist Ort, wo deine Väter Ruhe gefunden haben. Und deine Heimat ist Ort, wo du wohnst, lebst und sich wohl fühlst. Und wenn ich spreche, wenn ich manchmal von meinem Volk spreche, dann muss man aus dem Kontext sehen,
welches Volk ich meine. Und ich möchte heute Danke sagen meinem Volk hier in Deutschland. Vielen herzlichen Dank. Vergelt's Gott für die Hilfe und Unterstützung. Und wir beten gemeinsam für mein Volk in meinem Vaterland. Ich möchte Danke meinem Volk im Vaterland Ukraine sagen, dass sie Vorposten für uns sind, für meine Heimat hier in Deutschland. Und ich bete für mein deutsches Volk, dass wir wieder zusammenbauen, was jetzt ruiniert ist und wahrscheinlich noch wird. Dass wir eins verstehen, wir sind Europäer, wir sind zivilisierte Menschen. Es dürfen keine Kriege geben und kein Keim unter uns. Herzlichen Dank und vergelt's Gott. Wieder aufrichten, was ich kaputt gemacht habe.